Servus Camper, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wink mal hoch, weil heute aus der Luft, damit ihr auch das ganze Dach hier ein bisschen sehen könnt. Ich habe nämlich zwei Solarmodule von der Firma Büttner vor knapp 2 Jahren hier auf das Autodach draufgebaut. Und zwar auch so, dass man das Ganze ohne Kabeldurchführung hat ins Innere. Die Kabel laufen quasi direkt über das Dachfenster hier rein. Somit musste man auch nichts groß bohren am Dach, was relativ praktisch ist. Und ihr seht es schon, hier liegt Schnee drauf. Und das ist nämlich das Schöne an diesen Modulen. Das sind so CIS-Module, mit denen bin ich wirklich zufrieden, weil die auch bei Teilabschattung, bedeutet jetzt in dem Fall hier bei mir Schnee, trotzdem noch die Batterien quasi aufladen. Wir haben jetzt knapp 1 Ampere, was die gerade bringt, obwohl es wirklich diesig ist. Und obwohl hier, naja, letztendlich fast die Hälfte der Module abgedeckt sind durch Schnee. Und ich wollte euch einfach so einen kleinen Erfahrungsbericht jetzt mal nach 2 Jahren knapp Nutzung geben. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt vor allem den Einbau mal an und wie zufrieden ich mit der Anlage bin. Büttner liefert je nach Set schon fast alle benötigten Teile zur Montage der Solaranlage mit. Ich habe mir extra noch die Solarfernanzeige bestellt, um sehen zu können, wie viel die Anlage so bringt. Im Set ist die Anlage und das passende Anschlusskabel für den Solarcomputer. Ist quasi Plug and Play. Die Fernanzeige benötigt keine extra Stromversorgung. Der Solarcomputer hat mehrere Anschlussmöglichkeiten. Einmal kommend von der Solaranlage und abgehend zur Batterie. Ich habe mir das Originalkabel für den Elektroblock dazu geordert. Somit war auch der Anschluss nur Plug and Play. Am Solarcomputer kann man noch eine kleine Leitung zum Erhalten der Starterbatterieladung angeschlossen werden und ein Temperaturfühler für die Bordbatterie. Außerdem kann man auswählen zwischen der Art der verbauten Batterie, Lithium, Blei oder was man sonst so hat. Die Anschlusskabel und Dachdurchführung sind auch je nach Paket dabei. Zur Dachdurchführung gibt es einen Langzeittest, mehr dazu im Blog. Da ich in meinem Fall 2 Module verbaut habe, muss an das erste Solarmodul das zweite mit angeklemmt werden. Hierzu wird einfach der Deckel gelöst und eine weitere Kabeldichtung reingeschraubt. Das Kabel wird dann durchgesteckt und im Inneren muss das Ganze dann noch angeschlossen werden. Im Büttner Klebeset 2 ist eigentlich alles dabei, was man benötigt, um die Anlage auf das Dach zu kleben. Kleiner Tipp: Bevor man die Module aufs Dach hieft, am besten das Modul auf den Karton legen, die Umrisse anzeichnen und dann eine Schablone ausschneiden. So kann man auf das Dach erst einmal mit dem Karton und den passenden Einbauort finden. Als allererstes wird die mit dem mitgelieferten Schleifvlies angeschliffen. Dann mit dem MT-Cleaner gereinigt und dann sollte das Ganze 10 Minuten ablüften. Nach dem Ablüften trägt man dann den Primer auf. Hier ein Tipp von mir. Es gibt im Autofachhandel solche Applikatoren. Damit kann man fluselfrei Primer auftragen. Oder ihr nehmt einen dünnen, sauberen Pinsel. Wichtig: Das Ganze jetzt mindestens 30 Minuten ablüften lassen, aber auch nicht zu lange. In der Bedienungsanleitung gibt es dazu detaillierte Montagehinweise. In der Zwischenzeit die Dachfläche ordentlich vorreinigen und dann am besten mit dem Rest des MC-Cleaners sauber machen. Wenn alles abgelüftet hat, kann dann das mitgelieferte Siegerflex aufgetragen werden. Kleiner Tipp: Schneidet man eine kleine Furche in die gekürzte Spitze, kann das Sikaflex besser auftragen. Nachdem alle Auflageflächen aufgetragen sind, können die Module am besten zu zweit aufs Dach an die passende Stelle gehoben werden. Wichtig: Nicht aufdrücken und 24 Stunden Ruhe lassen, damit der Kleber hält. Wenn ihr das selbst macht, unbedingt nach Bedienungs- und Montageanleitung arbeiten. Im Inneren wurde die Verkleidung des Dachfensters ausgebaut und in der Holzdecke ein Loch gebohrt. Hierdurch wurden die Stromkabel von der Solaranlage gelegt. Über die mitgelieferten Anschlusskämme verbindet man dann die Kabel. Ich wollte keinesfalls, dass sich die Kabel aufscheuern. Im Zubehörhandel gibt es spezielle Bänder zum Umwickeln der Kabel. So machen es auch die Fahrzeughersteller.
Die Kabel wurden dann über die Säule nach unten gelegt und direkt zum Laderegler. Man könnte von dort dann die Kabel direkt an die Aufbaubatterie anschließen. Oder man bestellt das passende Kabel für den Elektroblock dazu. Das wird dann einfach dort eingesteckt und man spart den Ausbau des Beifahrersitzes. In Foren liest man oft, es wäre besser, direkt an die Batterie zu gehen, da man durch den Elektroblock Verluste hat. Da ich auch einen Batteriecomputer verbaut habe, konnte ich die Verluste dadurch analysieren. In meinem Fall waren es ca. 0,2 Ampere, ist also vernachlässigbar. Mithilfe der Schablone habe ich dann noch einen Ausschnitt für die Solarfernanzeige gemacht. Wie schon erwähnt, ist das Plug and Play, also einfach das mitgelieferte Kabel an das Display und den Solarregler anschließen und die Einstellungen vornehmen. Der Solarcomputer zeigt dann an, wie viel Ampere die Anlage liefert und noch einige andere Werte, wie zum Beispiel bisher geladene Kilowattstunden. Ist ganz interessant. Ich habe von der Firma Büttner kein Geld für diesen Bericht bekommen. Mein Fazit ist also frei nach meiner persönlichen Meinung. Die Solaranlage ist klasse. Ich stehe oft viele Tage frei vom Strom. Durch den Wechselrichter koche ich Kaffee mit der Senseo, lade Laptop und Akkus auf, toste meine Sandwiches und habe eigentlich immer volle Batterien. Selbst beim Skifahren und freien Modulen auf dem Dach hatte ich noch nie Stromengpässe. Auf campingberichte.de gibt es in den nächsten Tagen noch einen ausführlichen Bericht mit allen Daten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr meine zukünftigen Videos auch nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unten den Kanal auf dem roten Button. Bis zum nächsten Video, euer Andi.